momentane anhaltende Bewegung vom Südosten nach Nordwesten. Und hier gibt es genau die geografische Entsprechung zwischen den Breitengraden 43 und 51, was hier die Längengrade 51 und 43 waren. Heute ist die 8. Edition dieser Veranstaltung. 8 Grad Breite. Hier noch einmal. Die Längen werden zu Breitengraden. Der Fuß ist fix. Die Erde Hände repräsentiert die Bewegung. Von der Insel Fuß zur Erde Hände. Und in diesen Erdenhänden gibt es einen ganz bedeutenden Punkt. Die 13 Grad Länge vom Fuß wandeln sich in 13 Grad Länge der Hand und die Breite des Fußes zur Breite der Hand. Und dieser Punkt hier ist ganz bedeutend. Hier eine erste Präsentation dieses Punktes. Die Kolonialverwaltung, der römische Kolonialverwaltung hat daraus aus diesen Handfelsen Palma ist das Wort für Hand, hat das Palma genannt. Leider wurde das im unwissend gehaltenen Volksmund zu Bam Storm. Hier die richtige Repräsentation der Hände. Das Ziel vom Aufbruch aus dem Süden in den Norden, exakt dargelegt auf 13 Länge, 47 Grad Breite. Das hohe Gola. Und hier ein kleiner Kopf versteckt mit dem Kehlstein. Und hier natürlich das wichtigste topografische Element dieser Süd-Nord-Bewegung am 13. Längengrad Ost, 47. Breitengrad Nord. Karl der Große kam hierher, der heilige Virgil und auch Mozart war deswegen kreativ, wegen diesem hohen Thron, exakt die Antipode vom Aufbruch auf 13 Grad Länge, 47 Breite. Hoher Thron. Und vor dem hohen Thron, von Wasser umschlossen seit jeher, ein Plateau. Übrigens wird mein Name mit 2 L geschrieben. Deswegen muss dieses Plateau sofort schleunigst von dem historisch obsolet gewordenen Schutt befreit werden. Weil dort oben haben sich seit jeher Menschen eingefunden, um ihr Schicksal in die Waagschale der Vernunft zu legen. Und solche Art Erkenntnis erlebend, drückt ein Wort aus. Wow! Erkenntnis im Erstaunen, wie die Welt gestaltet ist. Und aus diesem Wort wow hat die römische Kolonialverwaltung wieder das Vava gemacht. Vava ist der Mund, ist das Gebet, ist das Gelübde, ist der Wunsch. Es ist quasi der sprachliche Ausdruck des Menschen. Ju ist Jupiter, Gott. Und um ist die Ortsbezeichnung. Dieser Ort hier war immer und wird immer sein Juvavum. Wir sprachen von den Erdenhänden. Exakt liegt Frankreich in dieser Hand, aber die Handspanne ist wesentlich größer. Sie umfasst 26 Grad in der nördlichen Hemisphäre. Das heißt, zwischen 5 Grad und 10 Grad gibt es Handspanne-Länder und zwischen 18 und 16 Grad sind Handspanne-Länder. Hier sind sie. Wir liegen hier auf 1347 und das sind die 17 Länder, die innerhalb der Handspanne gegliedert sind, vorhanden sind. Hier getrennt von dem 0 Grad Länge. Es gibt aber auch eine, weil das zwei Hände sind, eine zweite Erdehände mit zweifacher Handspanne, die dann exakt berechnet, 2 mal 26 breit, 52 Grad Breite messen muss und von Frankreichs Westgrenze gemessen plus 5 mit 65 bei 70 West anfängt und 52 bis 122 geht. Natürlich kann man von dem Inselfuß auch die Bewegungen von Sonne und Mond berechnen. Sonne heißt in der Ursprache Jair und Mond Salem. Und beide zusammen ergeben Jerusalem, Jerusalem. Und dieser Punkt hier lässt sich exakt, und das kann ich nicht in 20 Sekunden berechnen, wie auch übrigens Mekka. Diese Länder ergeben diese virtuelle Person
nenne ich sie Friedensstifter oder Pazifikateur, die für das Wohlergehen der Menschheit verantwortlich sind. Madagaskar, Jerusalem, Mega, Saudi-Arabien, Israel, diese Länder hier in Europa und die USA. Your body is a wonderland. 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 Thank you.